Ein Kultauto aus den 80er Jahren. Schon damals war die Optik des DeLorean seiner Zeit weit voraus. Armin Pohl hat den Meilenstein des Autodesigns jetzt mit Technologie von morgen ausgestattet. E-Lorian nennt der Tüftler sein Gefährt. Mit vollelektrischem Antrieb und Gestensteuerung für viele Funktionen. Und 3D-Holographien statt konventioneller Anzeigesysteme. Ein DeLorean als Basis steht natürlich für Zukunft, steht für eine Vision. Wir fahren jetzt irgendwie mit dem Auto in die Zukunft. Ich bin ja auch Science-Fiction-Fan und passt ja auch zusammen, wenn man sich für Innovation und Technologie begeistert. Ich bin schon jemand, der für, ja, man würde sagen, für abseitige Ideen zu haben ist. Zurück in die Zukunft. Die US-Filmtrilogie macht den DeLorean schlagartig bekannt. Hier als Auto, das sich sekundenschnell in eine Zeitmaschine verwandeln kann. Vor rund 40 Jahren eine spektakuläre Fiktion. Mit der Realität der Fortbewegung beschäftigt sich Armin Pohl schon lange. Natürlich habe ich Spaß dran, Dinge zu realisieren, die man sich davor noch nicht mehr wirklich vorstellen konnte. Und dann denke ich, ja komm, wenn es noch niemand gemacht hat, heißt das nicht, dass es nicht geht. Und ich finde viele Dinge spannend und ich finde das Besondere daran, wenn man verschiedene Disziplinen und verschiedene Eigenschaften zusammenbringt, da entstehen immer Dinge, die mehr als die Summe ihrer Teile sind. Also Gegensätze zusammenbringen. Inspiration holt sich Armin Pohl aus seiner eigenen Sammlung. Dazu gehören neben Elektrofahrzeugen PS-strotzende Oldtimer, wie dieser US-amerikanische Dodge Charger, Baujahr 1969. Der E-Lorian ist ein Technologieträger, der von heute aus in die Zukunft blickt. Und das hier ist ein Kulturgut, das seine Zeitgeschichte erzählt. Grundsätzlich interessiert mich Technik. Das ist für mich eine ganz tolle Kombination, wie man Technologie und Bewegung in eine Dynamik übersetzen kann und Ästhetik als solches. Sie müssen einfach besonders hübsch sein oder besonders schön sein oder irgendwas von mir ausdrücken. Ich bin auch ein italienischer Supersportwagen. Ich finde mich da schon wieder so, wie manche Leute halt sagen, so, ja, die Kleidung drückt mich aus. Das ist schon auch eine Wahrheit, aber mich drückt schon auch ein Automobil aus. Für jede Stimmung das richtige Auto. Eine fast 50 Jahre alte Leidenschaft. Als kleiner Junge habe ich immer mit meiner Matchbox-Sammlung auf dem Teppich bei meinen Eltern gespielt. Und ich habe auch schon immer gern gezeichnet und gemalt. Und ich habe immer viele Autos gemalt. Und habe ich dann zu meinem Beruf gemacht. Und später bin ich dann auf 3D umgestiegen. Ich bilde mir schon ein, dass ich die Zukunft relativ gut sehen kann. Also mich überraschen die wenigsten Dinge. 1995 beginnt er mit digitaler Bildgestaltung und macht die Firma Macke Vision zu einem der Weltmarktführer in Sachen 3D-Visualisierung. Große Hollywood-Produktionen wie Star Trek oder die Erfolgsserie Game of Thrones lässt er gut aussehen. Wenn man so wie ich selber auch Künstler ist, man will eigentlich sowas machen. Also das reizt eigentlich einen, immer fantasievolle Geschichten mit ungewöhnlichen Bildern zu erzählen. Ich habe mich immer mit künstlerischen Themen, mit Ästhetik, mit Visuellem und mit Technologie habe ich mich immer beschäftigt. Beim Projekt E-Lorian vereint er seine unterschiedlichen Passionen. Die Firma Macke Vision verkauft Armin Pohl 2018. Seitdem unterstützt er junge Unternehmen, um technische Innovationen voranzutreiben. Unter seiner Regie haben Spezialisten für virtuelle Realität, ein Start-up, das elektrische Antriebe baut, und Entwickler von Gestensteuerung gemeinsam das außergewöhnliche Auto konstruiert. Das Zusammenbringen von Ästhetik und Technologie war schon immer mein Thema. Und das ist jetzt bei einem Fahrzeug, das so eine Design-Ikone ist und die kombiniert wird mit allerneuester Technologie und Technologie, die es offiziell noch gar nicht gibt, das ist perfekt. Kaufen kann man den E-Lorian erst einmal nicht. Armin Pohl sagt, es sei ihm wichtiger, mit dem Auto Impulse für die Zukunft der Mobilität zu geben.